Am 31. Dezember war es wieder soweit. Die Vorbereitungen für den Silvesterritt 2011 sind in Kleinwarrersdorf wie auch in Horizon voll im Gange. Die Pferde wurden auf Hochglanz gebracht und für den großen Ausritt vorbereitet. Wie von den Hausmeistern wurde die Vorbereitungen von den zurückgebliebenen Vierbeinern mitverfolgt. Grüß Gott, liebe Zuseher von Echtzeit.tv. Heute befinden wir uns hier in Kleinwarrersdorf und lassen Sie an unserem Silvesterritt teilnehmen. Ich hoffe, es macht Ihnen ein bisschen Spaß, hier dabei zu sein. Für Pferd und Reiter ist dieser Silvesterritt immer ein besonderes Ereignis, noch dazu, wo es heuer der Wettergott besonders gut meinte und sich von seiner schönsten Seite zeigte. Das Glück dieser Erde liegt ja bekanntlich auf dem Rücken der Pferde und bei so einem super Ausritt durch das Mittelburgenland besonders. Es war einfach ein wunderschönes Erlebnis, an einem Wintertag einen Ausritt in dieser Form zu erleben. Besinnlich und gemütlich ging es über Wiesen und Feldwege, wo Pferd und Reiter diesen Silvesterritt sichtlich genossen und schließlich trafen alle wohlbehalten in Kleinwarrersdorf ein, um dort ein wenig zu feiern. Heute seid ihr beim Silvesterritt da in Kleinwarrersdorf mit dabei. Zum wievielten Mal habt ihr das schon gemacht? Also wir sind heuer das dritte Mal da. Wir haben sie immer abgewechselt, wo wir hinreiten in Kleinwarrersdorf. Und wir freuen sie immer wieder, dass wir wieder herreiten dürfen. Was bedeutet denn für dich ein Silvesterritt? Silvesterritt ist erstens mal reiten. Zweitens Treffen mit Freunden, Gaudi haben, Spaß haben. Das ist das, was Reiten für mich ausmacht. Und mit dem Wetter haben wir ja heute ein besonderes Glück gehabt. Ich glaube, der Wettergott hat ein bisschen umgeschaut auf uns. Und wie schaut das aus? Wird sie nächstes Jahr wieder dabei sein? Ja, also ich sage auch, das Wetter passt heute. Kommt man fast sagen, dass es ein Mai-Ritt ist und kein Silvesterritt vom Wetter her. Aber es gefällt uns und wir täten auch wieder glauben, dass wir nächstes Jahr wieder herreiten. Für den fehlenden Esel wurde auch gleich ein Ersatz gefunden und so konnte auch ich noch eine Spritztour unternehmen. Anschließend wurden Reiter und Pferde mit kulinarischen Köstlichkeiten wie Gulasch, Krautfleisch, Schnitzel und Langosch versorgt. Die Pferde natürlich mit einer gesunden Portion Heu. Nachdem die Bäuche voll waren, ging es wieder ab nach Hause, wo noch fleißig bis in den frühen Morgenstunden in das neue Jahr hinein gefeiert wurde.